Feuerrate 18. Feuerrate 18, Feuerrate 2,3. Was? Wie langsam schießen Echt? die? Ist doch in Ordnung. Naja, okay. Fahr's fertig. Gehen wir weiter? Oh, das Ding hat Explosivgeschosse. Wie cool ist das denn? Ja, wir gehen mal weiter. So. Wieder mal meine Spezialfähigkeit einsetzen. Guck mal, da oben ist auch schon das Schiff von diesem Bastard. Was, das ist von Claptrap, das Schiff? Ja, das ist, glaube ich, das Schiff, wo er hin wollte, wa? Okay. So, jetzt kommen ja auch solche Viecher von oben. Wenn du das sagst. Na, die greifen da schon an. Sehr gut. Ach ja. Oh, das hat Brandgeschosse, das Ding. Sehr gut. Was schießt denn da auf mich? Ich darf nicht ins Wasser kommen. Wasser tödlich. So. Sind diese Viecher immer noch in der Luft? So. Wo ist noch eins? Noch eins. Oh je. Alter. Die sind aber nervig. Noch ziemlich schnell unterwegs. Na, leider Gottes. So. Okay, alles klar, ich hab sie. Ist wie Tontauben schießen mit der Schrot. Ohne Tontauben. Ja. So, was war das jetzt? Claptrap hat also einen neuen Freund. Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Wer schreibt denn die Texte dafür, echt? Wo sind denn hier welche? Ach, die stehen da oben oder was? Ja. Da oben drin. Stopp doch! Die ganze Zeit weg, der Bastard. Blut? Sehr gut. So. Oh, da oben sind sie noch. Und nicht zu wenig. Und... Nee! Ganz schön ungenau. Da werde ich tatsächlich noch mal kurz einpassen müssen. So, wir hatten ja die hier. Sehr gut. Stehen sie. Oh, schon alle tot. Was ist denn da los? Ich hoffe, es ist ziemlich gut, die ich habe. So. Ach, zum Glück liegt hier auch überall Munition rum. Ja. Das wird überhaupt nicht klarkommen. So, ein bisschen nach links rüber und... Hast du jetzt eine andere Schrotflinte genommen? Nee, ich habe jetzt die Pistole genommen mit dem Visier drauf. So. Das Geschütz verrät mir wenigstens immer noch, wo ein paar Leute sind. Siehst du, ich habe meins noch gar nicht eingesetzt. Wollte ich jetzt mal tun. Aha, da kämpft meiner jetzt hier und ich renne als Geist rum. Du kannst sie dann von hinten meucheln, vermute ich mal.
Ganz oben. Wenn wir unser Leben wollen, ist es 2:30 Uhr. Sehr gut. Läuft so. Ein Vetter. Hat viele Erfahrungen gebracht. So, hier noch ein bisschen Munition. Hier noch eine Waffe rum, die ist gänzlich uninteressant. Auch die ist gänzlich uninteressant. Was haben wir hier? Muni, ein bisschen Geld. Was wollen wir denn jetzt eigentlich hier? Ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Na, die haben, die haben doch Claptrap. Ich weiß wohl nicht, wie sie den bekommen haben, aber die haben den. Die haben uns doch hierher geführt, nicht? Ja, eigentlich schon, ne? Verstehe ich jetzt nicht so. Dann haben die den abgeholt, oder? War das vielleicht, geführt, war das vielleicht so ein Vieh? Und hat es dorthin gebracht? Ich weiß es nicht, so ein fliegendes Vieh. Das stört mich überhaupt nicht, Junge. So. Was läuft doch mit unserem Gemetzel hier? Das ist aber ein lustiger Fisch hier. Guck dir den Fisch mal an. Welcher Fisch? Na hier. Ach, hier. Er hat sogar gekreuzte Augen. Ich glaube, der ist tot. Nachher. Sagst du, willst du ein bisschen in der Kloake rum? Oh Mist, da gibt es immer gute Pistolen. Ich will eigentlich auch keine Pistolen mehr. Ja, das reicht langsam. Schon mit den Richtig. Es lädt sich bei mir ziemlich schnell auf, meine Spezialfähigkeit. So muss das sein. Aber die hält doch nur 3 Sekunden. So muss es nicht sein. Okay, ja, so muss es wiederum nicht sein, das ist richtig. Das will ich in 3 Sekunden groß reißen. Hier ist noch ein Dollarzeichen. Was ist denn hier ein Dollarzeichen? Verstehe ich nicht. Sagt mir das. Wie verdient man hier nochmal Skillpunkte? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Keine Ahnung. Das Dollarzeichen ist oben auf dem Schiff. Verstehe. Okay, na dann gehen wir weiter dorthin. Ein Schockbehälter. Ich schieße drauf. Macht's Boom. So was würde ich mir auch neben mein Häuschen stellen. Ah, direkt neben das Plumpsklo. Ja. Da ist nämlich die Kacke ordentlich am Dampfen, wenn da jemand drauf schießt. Oh, hier geht's doch schon wieder los. Da muss auch ein Behälter. Sehr gut, dass hier überall solche gefährlichen Behälter für dich rumstehen. Ja. Finde ich sehr klasse. Die Berufsgenossenschaft war hier noch nicht. Ach, ich muss die dann im Nahkampf töten, ja, wenn ich als Geist rumrenne. Mensch. Hätte ich doch gesagt gehabt. Jetzt nochmal. Schnetzel, Schnetzel. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin nächstes Level. Sehr gut. Ach, hier ist er. Was ist denn der aus der Tür gekommen? Da packt dich durch mich durchgelaufen. So, was haben wir hier? Pistole. Pistole, 25, 31. Ah, 31 klingt eigentlich ganz gut. So, dann muss ich mal gucken hier. Auf welche könnte ich denn jetzt noch verzichten? Ah, auf die hier. Wegwerfen. So, 31. Was haben wir hier? Die hat 34. Hier, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Ja, ich habe die Entscheidung mitgenommen. Sehr gut. Das erleichtert mir definitiv den Entscheidungsvorgang. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Ach, hier, ich habe einen Skillpunkt zusätzlich. Sehr gut. Da erhöht die Nachladegeschwindigkeit um 8%. Oder erhöht die Anzahl der Schüsse, die dein Geschütz mit jedem Feuerstoß abgibt. Erhöht ebenso die Lebensdauer des Geschützes, nicht? Dann auf jeden Fall das hier. Aha. Das Geschütz ist wahnsinnig wichtig, das möchte ich natürlich behalten. Dann mache ich auch gleich mal mit. Ja.
Mache das mal. Erhöht Nachladegeschwindigkeit, bla, nein. Nachdem du getroffen wurdest, hast du die Chance, mit einem nächsten Nahkampfangriff massiven Nahkampfschaden zu verursachen. Ah, nein. Erhöht den Zoom, nein. Erhöht kritischen Trefferschaden, nein. Erhöht Nahkampfschaden, nein. Steigert Nahkampfschaden. Ja, was soll das denn? Ich nehme halt das. Ich kann mein Dings gar nicht verbessern hier, meine Spezialfähigkeit. Okay. Finde ich sehr schade. Wenn ich gerade mal 3 Sekunden hält, ist mir das ein bisschen wenig. So, und dann 5 Sekunden hält er. Und dort oben. Ist klar. Sehr gut. So, die können so viel labern, wie ihr wollt. Ich bekomme das nicht mit, wenn ich hier schieße. Läuft. Da ist ja noch einer. Ich hab den Sinn jetzt von meiner Spezialfähigkeit immer noch nicht so ganz verstanden. Ja, du machst mit Nahkampf machst du halt extrem viel Schaden. Naja, irgendwie aber auch nicht. Ich habe jetzt 3-mal auf den geschnetzelt, das hat mir jetzt nicht wirklich viel abgezogen. Ist ja noch irgendjemand? Nein. Ich höre doch jemanden. Ja klar. Da. Ja, die prügeln auf Claptrack ein. Die sind doch schon alle tot, sag mal. Wieso läuft denn der noch? Was soll das denn? Nicht ganz. Ein bisschen laggy kann das sein. Hm. Ist auch ein schönes Dörfchen hier. Ja. Und direkt in die Mitte von dem Dörfchen muss ein Geschütz hin. Oh, wir haben eine Herausforderung geschafft. Die da wäre? Irgendwas, ich hab's noch unten links kurz gesehen. Nein! Na komm, lad nach. Holst du mich wieder? Jo. Ich kumpel wie Sau. Bist du kumpel wie Sau? Läuft doch. Ach, hier funktioniert das Koop-Spiel wenigstens so, wie es funktionieren muss. Mhm. Das macht mich glücklich. Und sieht auch noch schön aus, ja. Ne? Ist einfach so. Soll man ja auch mal dazu mit sagen. So, da oben ist schon der nächste. Hier gibt's nicht wirklich viel zum Sammeln. Wollte ich den jetzt gerade tatsächlich markieren wie im Battlefield? Na gut. So, wie geht's denn da hoch jetzt? Kran, er kann keine Treppen steigen. Ja. Was haben wir hier? $2. Ich muss jetzt nochmal gucken. $2, das ist wie wenn ich in einer Sofa sitze. Holographischer Köder, ein paar Sekunden zu verschwinden. Je länger du unsichtbar bist, desto mehr Schaden verursacht deine nächste Attacke. Aha. Bis zu 650% Nahkampfschaden. Ist das kein gut? Da musst du bestimmt von hinten also rein. Wenn du unsichtbar bist. Du musst bist, ganz lange unsichtbar bleiben, maximale Zeit und zum Schluss den ordentlich in die Fresse hauen. No? Dann müsste das am meisten Schaden bringen. Kannst du den von hinten vielleicht speziell noch meucheln? Na, keine Ahnung. Wird schon mal ausprobieren. So, ich renn mal vor.